ihrer steirischen Jungeltern Denise und Mario tut sich einiges, denn sie haben endlich eine eigene Wohnung in der Umgebung von Graz gefunden. Also wir haben die Wohnung durchs Internet gefunden und dann haben wir halt hin angerufen und dann sind wir es gleich anschauen gegangen und dann hat es gleich geheißen, wir können einziehen in die Wohnung. Ja, Sophie, das ist jetzt unser neues Zuhause. Mhm. Heute schlafen wir die erste Nacht da, hm? Ja, also das Zusammenwohnen stellen wir so vor, dass sie eben den Haushalt macht, ich ein bisschen hilf, wenn sie mich braucht, dass sie, ja, weiß nicht. Ein bisschen helfen ist gut. So wie jetzt, wisst ihr, hilfst du immer. So hilfst du mir dann. Also gar nichts. Magst du mal dein Zimmer sehen, Schatzi, ha? Gehen wir in dein Zimmer schauen. Hast du noch gar nicht gesehen? Also, wir haben schon abgesprochen, wie wir was machen. Und er war es eigentlich relativ egal. Weil er hat gesagt, mach so, wie du es haben willst. Und er weiß eh, dass ich einen guten Geschmack habe. Hauptsache nur nicht so viel mädchenhaft. Ja, mädchenhaft. Und jetzt habe ich die Küche und das Bad violett gemacht und die anderen Räume wie neutral gemacht. Und also vier Zimmer rosarot. Ja, das war eh klar, dass das rosarot wird. Das haben wir selber gestrichen sogar. Ja. Ich. Ich hab dir auch geholfen. Aber ich hab so mir zugeschaut. Kann man die Katze endlich auslassen? Ja, du willst sie sicher freuen. Ja. Wenn ich das aufkriegen würde. So, Kuckuck, Katze. Kuckuck. 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 Schau, da kommt sie jetzt. Boah. Du lieb sein. Lieb sein, schau. Ja, lieb haben. Na, das hat der Katze wehtan. Lieb sein. Also der Unterschied zwischen bei den Eltern wohnen und da wohnen ist eben, dass wir alles selber machen müssen, ein Haushalt. Wir, ich alles selber machen muss. Du tust nichts. Ich tu arbeiten. Ja, aber du hast gerade gesagt, dass wir den Haushalt selber machen müssen. Dabei mache ich den Haushalt selber. Ich hilf da ein bisschen. Bin ich gespannt. Da war alles nicht viel gekommen. Na, echt jetzt. Ja, passt. In der Steiermark ist Denise unterdessen dabei, die neue Wohnung zu dekorieren. Ein paar Bilder fehlen noch, bis alles perfekt ist. Ich glaube so. Ja. Mario, du legst die Kleine bitte nieder, gell? Ja. Ist das okay? Kein Problem. Passt, super, danke. Tschüss. Servus. Eigentlich sollten das die Männer machen, aber naja. Bleibt das an mir hängen. Ich glaube, das hängt schief. Bisschen. So. Schau, da hängen ja die Nägel schon. Dann hängen wir das gleich mal da so auf. Schau mal, Mario, komm her mal. Was ich aufgehängt hab. Ich hab gedacht, wir hängen die da auf. Warum? Das können wir aufhängen, oder? Nein. Warum? Was passt mit dem Bild? Das passt, das können wir da draußen aufhängen. Yeah. Schau, wie gut das da herpasst. Da sind aber irgendwelche Leute an. Erstens ist das mein Ex-Freund. Ja, da fängt schon mal an mit Ex-Freund, ne? Ja, und weiter. Was passt da nicht? Darf ich meine Ex-Freunde hinbicken, oder was? Ja. Oder irgendwelche Frauen? Also, ich hab das Bild deswegen aufgehängt von meinem Ex-Freund, weil da eigentlich mehrere Bilder von meinen Freunden auch oben sind. Und er ist halt voll ausgezogen und er hat das halt überhaupt nicht passt. Das sind ganz normale Bilder. Ist da was Schlimmes? Ja. Muss ich immer mal anschauen, ne? Ich weiß nicht, was du da jetzt... Wir sind da gar nicht diskutieren anfangen wegen dem Blödsinn. Ich will nicht die ganze Zeit, wenn ich in unserer Wohnung herumrenne, Ex-Freunde von ihrer sehen. Was ist da so schlimm? Was mit ihm? Ja, mit dem war jetzt das gilt halt nicht. Das war eine Woche. Ja. Und wenn es nur 10 Sekunden waren? Trotzdem, ich meine, da war ich 13, okay? Und ich finde ja, das Bild einfach lieb, weil halt das sind Erinnerungen, wie ich 13, 14, 15 war. Hängen ja Bilder von der Sophie auf? Hängen genug in der Wohnung. Oder habe ich kein Bild von der Sophie? Ich werde es jetzt niederlegen und hängst du das Bild dann bitte auf? Ja, passt. Danke. Können wir schlafen, Schatzi? Windrechsen muss es vorher. Ja, ich gehe Windrechsen. Bei den steirischen Jungeltern Denise und Mario geht es gerade weniger idyllisch zu. Sie kamen heftig in Streiten. Stein des Anstoßes, ein Bild mit Ex-Freunden von Denise, das sie im Wohnzimmer aufgehängt hat. Ich lasse das hier nicht hängen. Das tun wir auf.
Ich weiß ganz genau, dass ihr das provoziert, wenn ich irgendein Plätzchen aufhänge. In dem Fall habe ich immer noch die Frau aufgehängt. Wunderschön. Denise! Ja? Komm her! Ich weiß ganz genau, dass ihr das ärgert. Und, ja. Wenn sie das kann, kann ich auch. Ich hab was Besseres gefunden, was wir aufhängen können. Ja, du spinnst voll. Warum? Sicher nicht. Warum nicht? Du bist komplett deppert. Das ist nicht mein Ex. Was erklärst du zu deinem Kind? Schau, Sophie, das sind Brüste, das ist das, oder das? Was? Ja, super, du bist super. Wirklich. Wirst du noch wieder aufhängen? Besser als dein Ex-Freund ist das. Also, wie er das Bild aufgehängt hat, habe ich mir gedacht, ob er jetzt komplett deppert ist, weil er weiß ganz genau, dass mich das stört und dass ich eigentlich wegen die Brüste das auch so haben möchte. Weißt du, das muss ich dir noch erzählen, gell? Was? Ich war beim Arzt und ich will mir meine Brüste machen lassen. Mir gefallen es einfach nicht. Und das habe ich damals, wie ich schon 16 war, habe ich das schon gesagt. Irgendwann möchte ich mir das machen. Und so 75b möchte ich schon, weil ich habe jetzt nicht einmal ein volles A. Du bist echt ein bisschen komisch, gell? Also, ich bin schön. Das kannst du überholen, aber schnell. Nein. Alter. Weg. Das hängst du sicher nicht auf. Du tust das immer wegen die Brüste, gell? Der hat ja auch keine Krausen. Mit den Brüsten, das ist so, dass er ganz genau weiß, dass mir das halt voll weh tut. Und er weiß ganz genau, dass ich mir nicht mehr gern von ihm angreifen lasse. Und dann macht er sowas. Und er weiß ganz genau, dass mir das total fertig macht. Hey, bitte tu das weg. Ich weiß nicht, was unser Kind glaubt. Ich schau ihr nur ins Gesicht. Du bist komplett deppert, oder was? Dann häng ich es halt im Klo auf. Also ich glaube, die Denise leidet schon ein bisschen darunter und ihre Brüste, ich meine, mich stört es nicht. Aber so sind die Frauen halt, jeder stört es, wenn sie klein sind oder sonst was. Gar nichts, hängst du es auf. Wo hast du das überhaupt her schon wieder? Aus dem Playboy. Das kannst du vergessen. Das habe ich geschenkt gekriegt. Ich schenke dir gleich was anderes, das kannst du gleich vergessen. Nein, komm. Da kannst du zusammenzuschicken. Sind die Titten wenigstens ganz blim? Halt's Maul einfach. Zurück in der Steiermark ist bei den Jungeltern Mario und Denise der Alltag eingekehrt. Es wird also wieder einmal gestritten. Du hast schon wieder Handy spielen. Ja, was soll ich sonst tun? Ja, du hättest zum Beispiel das schon wegrahmen können. Ja, hätte ich, aber ich hab Handy gekriegt. Ich muss alles allein machen, Mario. Ich muss kochen, ich muss putzen, ich muss Wäsche machen, ich muss auf die Kleine schauen. Du kommst heim, setzt dich hin und gehst Handy spielen oder Fernsehen schauen. Ich tu auch 8 Stunden am Tag arbeiten. Ja, schon, aber wir haben ein Kind. Naja, der Haushalt, den mach eigentlich zu 99% ich. Ich muss ihm darum bitten und betteln, dass er wenigstens mit Müll runtergeht. Und es ist dann schon nervig. Ich hab mir das schon anders vorgestellt, dass er mir mehr hilft. Meine und umziehen hättest du ja auch können. Ich was für ein Anziehen? Das Leib ist voll unbügelt. Ja, wer bügelt von uns? Ich oder du? Ja, schon ich. Aber ja. Glaubst du, ich gehe jeden Tag jetzt bügeln, nur weil du das Leib anziehen willst? Du könntest ein bisschen mich unterstützen und wenigstens irgendwas machen. Pass ich oft auf die Kleine auf und da putzen durch. Eine Stunde passt einmal auf. Sonst putze ich, wenn du arbeiten bist, dann putze ich. Sonst schau auf die Kleinen, du kochen für die. Ja, und dann kann ich mir noch anhören, weiß ich nicht. Ich kann das nicht, ich bin zu blöd, ich kann nicht bügeln, ich kann nicht kochen, bla bla bla. Doch, kochen kannst du gut, aber bügeln nicht. Das ist eh klar, Mann ist wie ein Kind, ist so. Du bist ein Bootsfummel. Ja und, willst du lieber eine dreckige, verwahrloste Wohnung kommst wie andere Leute? Das nicht. Ja, also bitte. Krümel am Boden fliegt, dass man ja, so Staubsaugen muss. Und weiter, die Sophie hilft mir. Die hilft mir mit dem Staubsauger, wenn ich putzen tue. Also bitte regt nicht auf, sehr froh, andere Mädels machen das nicht so wie ich. Ja, passt eh. Und kochen nicht jeden Tag. Ich sag nur, dass du ab und zu übertreibst. Ja und? Besser übertrieben als untertrieben. Du findest das nur lustig. Merkst du nicht, dass ich das nicht mehr lustig finde? Ja, passt. Wir haben 110 Quadratmeter, ich kann alles alleine machen. Alles. Da, das kannst du auch bügeln und waschen. Ich geh. Wo gehst du hin? Weiß ich noch nicht. Aha. Kaffee okay oder so. Ja, und ich lasse dich wieder alleine, dass ich alles alleine machen darf. Ja, hast du wenigstens sehr Ruhe. Aha, super. Wir bleiben in der Steiermark. Nach einem Haushaltsstreit hat Mario Denise mit der kleinen Sophie allein zurückgelassen. Haben wir die aufgeregt jetzt? Der Papa soll
passt auf. Schau, Hund, jetzt gehen wir auf zu Denise. Und du wartest aber da. Da ist es ja. So einen Hunger hast du. So einen Hunger. Hallo, Schatz. Hallo. Passt jetzt wieder alles? Was soll passen? Du bist einfach abgerissen, die Kleine ist aufgewacht, schreit wie Sau und ich find's einfach scheiße von dir. Ja, tut mir leid. Ja, und da kommst du aber jetzt drauf. Ja, passt wieder alles? Ja, bei ihr nicht wirklich. Ich habe ja was mitgebracht für dich. Was hast du mitgebracht? Ihr müsst nachher mitkommen, wenn du fertig bist. Ist so fies mit. Wenn ich und der Mario streiten, tun wir das nie vor ihr. Das will ich nicht, dass sie das mitkriegt. Und wenn wir uns dann streiten und sie wacht dann auf, dann schaue ich halt, dass ich mir das nicht so anmerken lasse, dass ich halt so traurig bin. Weil ich will nicht, dass sie das so mitkriegt, dass ich rehe halt. Schau, Denise, ich hätte es einfach nicht erwarten können. Moin, was ist denn hier? Schau, was der Papa hat. Hallo, moin, komm doch mal her. Die Sachen müssen wir noch kaufen. Schau. Ich habe gedacht, weil du immer einen Hund gewohnt schon hast. Was ist denn jetzt hier auf die Schnelle? Es geht dir nichts an. Oh, du bist eine Süße. Oh, jetzt habe ich einen Hundi. Du bist süß. Ich habe mich voll gefreut, weil er genau gewusst hat, ich wollte schon einen Hund haben. Und die Sophie freut sich auch voll. Die liebt sowieso die Katze und den Hund auch. Und es ist lustig, wenn die alle miteinander immer spielen. Jetzt haben wir beides zu Hause. Und die Mama hat noch mehr Arbeit. Du würdest einen Hund haben. Jetzt hat sie 4 Babys daheim. 3? Ja. Okay, 4. Mit dir 4. Nein, das mit recht. Dir habe ich 4 Babys daheim. Also wollte ich immer Freude machen mit dem Hund. Ich weiß, es ist mehr Arbeit, aber du hast ja schon immer einen Hund gewünscht. Und ich habe sowieso genug Arbeit, also auf den Hund kommt es auch nicht mehr drauf an. Genau. Danke. Und die, Hund, die Arbeit für den Hund machst du auch gern. Ich weiß. Und für die mache ich die Arbeit natürlich auch super gerne. Ich weiß. Deswegen tue ich ja nichts. Weil du sowieso weißt, wenn du es nicht tust, tue ich. Wenn du einen Socken unter dem Bett reinhaust und ich bitte drum, tu den weg und du tust es nicht, weißt du, das ist nach einer halben Stunde Tour. Oder am nächsten Tag. Ja. Habe ich nicht gut erzogen, mein Buben. Buben?